13 Städte. Hat sich vorher auch 13? Bin ich dann einfach noch die abgefahren? Okay. Was ist Sell and Supply? Hm. Sind 30 Tage. Ich habe denen gesagt, die sollen Vorräte für 30 Tage halten, ne? Passt. Passt. Du bist Robin Hood. Du bist Supply. 28 Tage. Also passt das. Wunderbar. I have valuable in Pirate. Wouldn't you know, and a few goods recently fell into me hands. Nice. It is a good thing you are here. Our warehouses are filled to bursting. Tatsächlich. Da wird sich jemand drum kümmern. Wie gesagt, zwei, die da alle naselang mal vorbeikommen. Oder ich. Das Einzige ist in Port Royal, dass es teurer wird, weil ich zu viel Zeug habe. Santiago braucht. Viel wichtiger ist Santiago mit den Steinen. Viel wichtiger sind auch die. Wie wichtiger sind doch die. Keine Zigarren, nur ein bisschen Stoff und Steine. So. Okay, ich fahre über San Juan. Auch wenn es jetzt langsam mit dem Bau knapp wird. Es wird echt langsam knapp mit dem Bau. Man denkt dann immer, man hat so ewig lang Zeit, aber dann fährt man nochmal hier hin und dahin und am Ende hat man dann doch noch Ziegelknappheit, obwohl man gar nicht mehr unbedingt. Ah, for God's sake. Ich fahre ja extra dahin wegen. Our warehouses are always open for business. Keine Schiffe da. Deswegen fahre ich dahin oder was? Hoffentlich bauen die Häuser sich schnell genug, dass ich da noch die Dings bekomme. Du kriegst den noch rum, du kriegst ein bisschen was davon ab. Werkzeug. Oh, warum nicht? Bananen können wir verkaufen. Und noch Getreide. Wobei wir hier mit Bananen und Getreide den mehr einen Gefallen tun können, obwohl die gar nicht so viel davon wollen. Ach stimmt, ich habe immer noch die 700 Getreide dabei. Die muss ich ja loswerden. Naja. So, so haben wir wenig rum. Wenig alles. Ich meine, wir haben noch 10 Tage. Sollte Wood sold. Santiago is having difficulties. Santiago, ich weiß, deswegen bin ich doch gerade hier. Den brauche ich das nicht verkaufen. So. Whatever. Verkauft ist verkauft.
verkauft, ist verkauft. So. 800 Holz. Können wir mal 300 mit. Ach, das sind noch die Überreste. Na gut, die wird das Stück für Stück verkaufen können irgendwie. Oder meine Schiffe holen die ab. So, jetzt müsste Santiago eigentlich die Dings bauen, die ich geplant habe. Boah, sogar noch Mangel. 4 Tage. 9 Tage. Also müsste hinhauen. Dass das genau zum Datum fertig wird. Mal gucken. Werden wir dann ja sehen. Werden wir dann ja sehen. Gut. Gut, dann Schiff gucken. War Galleon. Was sagt eigentlich mein Schiff im Moment? Organize. Kriegsgaleonen. Ich meine, Kriegsgaleonen sind nicht schlecht. Die Geschwindigkeit ist 13. 13. Damit sind wir schon gut bedient. Ja, ja. Was hast du hier? Hattest du den Stoff? Nein. Holz, Stein. Warum haben wir Stein? Noch mehr Getreide, aber das produzieren wir ja gar nicht. Oh, verdammt. Das Zuckerrohr wird gelagert. Werkzeug. Mann, Mann, der Pirat hat uns eine ganze Menge gegeben. Der Pirat hat uns eine richtig große Menge an Zeug gegeben. Ja, ja, Wood Salt ist gut. Ich brauche aber Stein. Was einem dann immer wieder so nebenbei einfällt. Yay. Ich werd Zeug los. Nee. Rum. Gut, dann besorge ich nochmal Stein hier oben. Tortuga. Fehlen Leute, fehlen Rohstoffe und die sind in der State of Emergency. Okay. Yay, ich werd shitlos. Ja, es ergibt definitiv Sinn, dich auf eine größere Route zu schicken, weil hier hast du immer wieder welche, die sagen, ja, hier, wir brauchen Werkzeug und Rum und so Kram. Kannst du das schön verkaufen, im Gegensatz zu dem, wo die an, wenn du die Städte irgendwann alle so versorgst mit mehreren Schiffen, weil ich habe ja jetzt auch mehrere Handelsrouten, dann, weiß ich nicht, das ist nicht zwingend optimal, sagen wir mal so.
Und irgendwann hat die Stadt dann alles, was sie braucht. Und nimmt nichts mehr. Und dann kommt es das nächste Mal vorbei und dann sagen die so, ja, das letzte Mal habt ihr doch so und so viel genommen, wollt ihr das wieder haben? Nö, wir haben genug. Noch vom letzten Mal oder keine Ahnung. Von daher Havanna, sag mir, dass du ein schönes Schiff hast. Galeone, Fregatte Corvette. Nein. Nein, leider nicht. Nichts Besseres. Zumindest. Would you be interested in a special mission? Bricks. Nein, die brauche ich ja ausgerechnet. Da will ich definitiv nicht, dass die verschwinden. So, was ich jetzt mal gucken könnte, wäre, hier ist ja auch noch eine Balance. Ich meine, in den letzten 30 Tagen habe ich 441.000 plus gemacht und in den letzten 10 44.000. Also, es scheint nicht allzu schlecht zu sein. Ich meine, mein Net Worth steigt die ganze Zeit. Mein Storage steigt, mein Daily Production steigt. Number of Vessels, ja, Number of Cannons steigt auch Stück für Stück. Meine Rep ist bei 90 auf Spanien ist 90. Ja, ich muss gucken, dass ich eventuell wieder einen Auftrag erfülle. I have a trade assignment to offer. Das ist gut. Das ist sehr gut. Eine Sekunde. Hol mal den alten Taschenrechner raus. Den guten alten Taschenrechner. War mein Rechner. Und dann die 102.000, schon eine Menge. Aber durch 3, 4, 1. 300 für Fleisch. Und ich verkaufe Fleisch für was weiß ich wie viel. Das kann ich ja mal gucken. Lagerhaus, Dings. Jetzt habe ich eine Menge Fleisch. 500. Ja, Stuart wird sich drum kümmern. Auf jeden Fall. Der wird gucken, dass das da läuft. Komisch. Naja. Der wird gucken, dass das läuft und dann. Ja. God damn it. Ich meine, in der Zeit, wo wir jetzt erstmal warten, wo wir jetzt und tatsächlich die Steine herbekommen, können wir ja dann nochmal nach oben fahren. Und dort dann nochmal in Grand Bahama? Grand Bahama fahren und da dann nochmal nach dem Schiff gucken. Du siehst so cool aus. Sieht aus wie ein chinesisches Schiff. Cayman. Okay, kein Problem. Tortuga, immer noch dasselbe. Port Royal, immer noch dasselbe. Ja, ihr produziert Steine wie wild, aber naja. 10.000 allein von dem Verkauf. Ja. Nicht schlecht. Ansonsten, was kann ich euch noch verkaufen? Rum, produziert ihr selbst. Das ist ein bisschen traurig.
Das ist kein Schiff. Bisschen Farbstoff, Werkzeug. Noch Hanf. Hanf habe ich. Da auch Hanf. Ansonsten produziert er alles selbst. Dann lasse mal gucken. Ist das jetzt ein... Eins von den Schiffen ist kaputt. Nichts. Nada. Niente. Nothing. Was ein Bullshit. Turk Island könnten wir auch nochmal vorbeigucken, aber wir wollten ja jetzt... Santiago is having difficulties. Santiago. Santiago ist voll. Mal wieder. Fehlen Leute und ist voll. Were you aware that we need more workers? Okay, Hanf wird produziert, Baumwolle wird produziert. Was ist eine Baumwollplantage hier? Metal Goods? Ja. Tabak? Dann habe ich hier eine Tabakplantage. Ich habe doch nur... Blacksmith. 5 Tage, ja, locker. Nur ein Blacksmith. Ansonsten, ich habe doch keine Farm, wieso? I've had enough. I need a drink. Wealthy citizens. Poor. It's not occupied. Rental income. Für your house in this town. Allein die Mieteinnahmen sind schon ziemlich hoch. Oh Gott. Dann wird's dann doch müde. Es ist ein bisschen eintönig, wenn man keinen, wenn man nicht gerade irgendwo einen Krieg führt oder so. Das war ja... Ihr habt ja auch echt eine scheiß Produktionsrate. You have become the most popular person in the city. Ach, wirklich. Wo das bloß herkommt. Das bloß herkommt. Hat hier irgend... Ah, da kann ich hin. Da, die brauchen sicher Getreide. Was ist Bios? So, wie viel wollt ihr haben? Gute Menge? Gute Menge. Gute Mengen sind immer gut. So. Ach, jetzt hätte ich in... Schade. Hätte ich gerade noch mal bisschen. Kann ich gerade noch mal nach den Schiffen gucken können, aber. Wird eh nicht sich so schnell ändern, dass man da wirklich eine Chance hat. Santiago is having difficulties. Santiago schon wieder. Da fällt mir ein, ich habe ja gerade noch den einen Auftrag mit dem Gestrandeten suchen in... Ja, hier drüben.
Na gut, meinetwegen. Dann fahre ich auch noch mal hier rüber nach Cancun. Ein bisschen was von meinem Getreide los, was mittlerweile echt gut funktioniert. So, was produziert ihr? Fleisch. Mais. Noch ein bisschen hier was. Jetzt wollte ich doch tatsächlich mal gucken in Cayman. Wie es hier aussieht. Lagerhaus. Hier hätte ich ja das Fleisch gekauft, ne? Ja, 170. Also müsste... Sie müssten ein Stück weit Fleisch haben, ja? Ja. Und das heißt, ich krieg immer, wenn es und das Fleisch... mehr, für mehr als 530 oder was verkauft wird. Ich kann ja mal mein GG holen. Vielleicht 360 ist das Maximum, also, nee, gar nicht. 600 ist das Maximum. Was rede ich denn da? Also, sobald es über 530, 540 ist, wird es verkauft. Das ist schon nicht schlecht. Immer noch der Kerl. Gut. So. Gucken wir weiter. Port Royal. Was ist das Ding voll? Getreide ist da. Ja, das ist hier dieselben Links. War Galleon. Ja, brauche ich jetzt aber nicht. Ja, ich kann ja sogar nicht so viel verkaufen. Werkzeug. Wofür brauche ich Werkzeug? Produziere ich das hier? Muss ja irgendwie. Farbe. Farbe bleibt da. Darum bleibt auch da. Das müssen meine Schiffe raustransportieren. Ganz einfach. Santiago wird ähnlich sein. Da fehlen jetzt Leute. Ist zu viel Material da. Uns fehlen Ressourcen. Interested in trading some goods. We have a... Ja. Definitiv. Drei Tage, das bis zum 5. fertig, dann ist der Auftrag gut. Dann bin ich golden, was den Rest angeht. Ja. Ah, du bist in Cancun. Genau. Der war noch in Cancun. Ah, lass uns noch eine Runde spielen. 10, 21, dein Turn, verloren. Wunderbar, ich hab gewonnen. Ja. Eigentlich habe ich genug Getreide, aber... Schlussendlich, wann hat man genug von etwas? Wenn es denn dann so billig ist, ne? Okay. Oh, wir haben noch nicht voll Kanonen. Ich weiß gar nicht, wie man die Kanonen, inwieweit man die wie besetzen kann. Assignment failed. Ja, ich habe zu lange gewartet. Es war mir irgendwie schon... Irgendwie habe ich es vermutet.
Schade um das Kartenstück, aber es wird auch woanders geben noch. So spielt das Leben. Wie es so schön heißt. Die immer mit ihren leeren Produktionstagen, ey, das ist unglaublich. Naja. Irgendwann müsste ich doch mal was produzieren, das ich mitnehmen kann. Es ist wirklich der Hammer. Mir geht's ja teilweise so schlecht. Dann versuchen wir es nochmal in Veracruz. Veracruz hat tatsächlich eine Steinproduktion. Sogar mit ein bisschen Stein. Nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich sollte eher... Aber ich habe ja eine Handelsroute hier rüber, also... In der Theorie sollte ich auf jeder Strecke schon wieder Geld machen, ne? Quasi. Weiß man, wie weit der Vorräte aufhebt und so weiter. Something isn't quite right in Cayman. Assignment successful. Yes. Tortuga. Cayman. Lagerhaus ist voll. Wollen wir mal sehen. In der Zwischenzeit hier müsste eigentlich gerade einer reingefahren sein von mir. Ja. Ist voll. Verkauft Eisen. Verkauft ein bisschen was und lädt wieder auf. Und ist schon wieder voll. Das ist der Robin Hood. Oh. Kann ich die Fregatte gerade noch zum Militärschiff machen? Während du gerade noch hier bist. Nicht optimal. Alter. Wie viel negativ kann er denn machen? Ach du Scheiße. Jetzt habe ich es gerade wieder gelöscht. So. 449 von 600. Ich meine... Geht schlimmer, geht aber auch besser. Weitere Steine. So, Spanien müsste ich jetzt nahezu 100% haben. Die haben auch erstmal nichts. Villain. Metal Goods, nee. Ach, komm her. 19 Punkte. 18. Ich habe gewonnen. Schön. So einfach kann's gehen. Ach komm, du siehst doch, dass ich... Ja, naja. War Galleon. Davon haben sie öfter mal welche da, aber ansonsten... It is a great honor for me to welcome a true friend of Spain. Ah, Kaperbriefe natürlich. 9 Businesses. Afterburger. Spurs. 90. Dings 90.
Habe ich keine 75% hier angestellt? Als das kann natürlich sein. Es ist noch eine ganze Menge hier drüben. Also